Da hält die Batterie auf jeden Fall sehr lange, wenn sie die ganze Zeit kurz geschlossen ist. Ist die beste Methode, um Batterien zu lagern, weil wir. Ach, der finde ich am sichersten. So, Dankeschön. So, da hinten ist noch was. Dann hatten wir ja noch den abgestürzten Planeten. Wo war das denn? Also da war der Ring vom Planeten war doch hier irgendwo abgestürzt. Aber wo? Piratenschiff haben wir auch noch nie. Schon gemacht. Achso, hier ist es doch. Besser geht's bald gar nicht. Alter, da kommt ein Haufen. Uiuiui, gibt's doch noch eine Menge zu tun hier in dem Level. Aber ich würde sagen, wir besorgen uns die Pages und beenden dann auch das Spiel so langsam. Und den Rest mache ich dann in ein paar extra Folgen oder so. Oder? Wir machen das Level dann zu Ende. Ich werde der Folge, wo wir den 100. Pagey sammeln, erst dann die Info hinmachen. Oh, schon wieder so ein Quacksalber hier. Besser jetzt. Wir fliegen Sterne, wenn ich die berühren. Nee. Hier ist aber ein cooler Sonnenschirm, mein Freund. Hallo. Hallöchen, Fremde. Habt ihr Interesse an meinem galaxieweit bekannten Sternenangeln? Bin mir nicht sicher, ob wir den Sport schon kennen. Wie funktioniert das? Schaut nach oben. Dort draußen im Sonnenmeer angeln wir nach gefallenen Sternen. Ihr stimmt mir sicher zu, dass dies ein friedlicher und zivilisierter Sport ist. Ich widme meine Tage dieser Beschäftigung, seit ich den harten Zeiten entkommen bin. Das hört sich bedenklich an. Hä? Willst du Sternenangeln eine Chance geben, Fremder? Wenn du mehr als 15 innerhalb der Zeit fängst, gewinnst du einen Preis. Aber meide die Roten. Die zählen gegen dich. Okay. Ja, probieren wir mal aus, Fröschlein. Ausgezeichnet. Dann wirf mal deine Rute aus. Yoka ist ehrlich gesagt besser mit der Zunge. Aber total, wir haben doch eine Zunge. Drei noch. 1, 2. Ja, da waren noch 2. Ah, gut. Okay, mal sehen, wie du abgeschnitten hast. Sorry, Fremder. Ihr habt meine Bestleistung nicht geschlagen, also verdient ihr den Preis nicht. Noch ein Versuch? Ja, das ist doch. Pillepalle. Wir dürfen eigentlich nur nicht so nah am Rand stehen bleiben, dann sieht er nicht an. Das ist dasselbe mit den Dinger zum Hochklettern. Da darf man auch nicht zu nah stehen. So, zack, dann nimmt er, zack, dann nimmt er, zack, dann nimmt er, zack, zack. Zack. Schon warten, dass sie nicht. Nee. Oh, sehr schön. Okay, mal sehen, wie du abgeschnitten hast. Oh, wow, ihr habt meine persönliche Bestleistung geschlagen. Ja, ich wollte aus diesem funkelnden Burschen hier eigentlich einen Origami-Köter falten. Aber ich habe ihn euch ja versprochen. Alle zu
ist Zungenfertigkeit. Angelst du überhaupt? Wir schauen dir schon eine Weile zu und du hast nichts gefangen. Normalerweise mache ich einfach den Mund auf und hoffe, dass was einfällt. Aber vielleicht probiere ich deine Zungentechnik mal aus. Was? Das ist ein fucking Frosch. Alter. Du Trottel. Kann ich die jetzt einsammeln? Will die jetzt essen? Ui, jetzt kann ich die essen. Ich kann auch die roten essen. Ist noch ein bisschen laut, ne? So, 23. Da hinten waren wir. Hier oben waren wir. Dann müssen wir jetzt hier auf den Ring, oder? Das würde ich jetzt so vermuten. Hier auf den Ring und dann... Turbo! Ja, das, das war so gewollt. Das war so gewollt. Ich wollte nur mal gucken, wie lange ich noch schwimmen kann. Bis mir die Leben ausgehen. Ah, oh, nein, ich bin unten. So, jetzt ohne Turbo. Oh, das sind Schmetterlinge. Die schnapp ich mir erstmal. Okay, da unten ist so Fettklops. Da sind Schmetterlinge. Ich soll die für die Energie benutzen. Ah, brauchen die gerade mal so. Da sind zwei Fettklopse. Und eine Kugel. Sind das drei Fettklopse? Nur zwei. Die Kugel muss doch sicherlich irgendwo hin. Ja, das war übel schlau. Was kommt her? Ich will den Fettklops aufwecken. Oh Mann, bin ich doof. Das liegt dir noch nicht. Oh nein. Vergessen wir, dass wir mit der letzten Tür rauskommen einfach. Genauso wie ich immer vergesse, dass wir einfach fliegen können. Ne? Wollte ich jetzt mal so erwähnt haben. Und jetzt einfach nur. Es kann. Ja. Dankeschön. Okay, da ist ein Knopf und da ist ein Fett Close, da schläft. Kommt her. Da kommt her. Ein Fett Close nicht schrecken. Was? Nein, das war so nicht gewollt. Da jo. So. Ist eigentlich gemein, ne? Ach, der hat sich der hat doch mit Hilfe gefunden, ja. Oh, krass, ey. Mann, das könnte nicht wahr sein. Vielleicht sinnvoller, die einfach zu schlagen, anstatt. Boah. Ja, leg dich hin. Mal ein Bild davon machen. Unser neuer Freund. Hm.
Okay, gut. Wenigstens sollte man einen Schlag überleben. So schön. Und jetzt hätte ich gern die. Achso, das heißt ja noch einmal. Shit. Den habe ich schon wieder vergessen. Okay, dann will ich trotzdem haben. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie die Aufgabe funktioniert. Das heißt, entweder muss man die wirklich besiegen. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist richtig. Hä? Wie hab ich denn jetzt Leben verloren? Vogel. Ich leg dich schlafen. Leg dich schlafen. Ich glaube, dass diese andere Attacke uns so geil viel bringt. So, aber wie geht das jetzt? Ich befürchte, wir haben wieder alles umsonst gemacht, was wir gerade getan haben. So ein bisschen. Wie geht das jetzt? Achso, da hinten war ein Knopf. Können wir den Knopf drücken, ne? Okay. Das Bällchen muss hier rein, aber wie... Aua! Mensch, bin ich der Bällchen irgendwie... Bin ich falsch? Ach Mann! Bällchen, komm! Hä? Wie ist denn... Das Bällchen dazu? Dass es nicht da reinfällt. Na komm, lade dich mal auf, lieber MG. Ach, komm, echt jetzt? Wir holen uns mal schnell Leben. Na, ja, wollte ich nicht. Weil ich werde das Ding bestimmt nur ein, zwei Mal berühren, aus Versehen. Will ich denn so steuern? Nee. Also eine doofe Aufgabe. Ja, Kamera. Ja, Kamera, danke. Marie. Danke. Dankeschön. So. Hätten wir das erledigt, dann können wir da rein oder da lang. Ich gehe mal da lang. Federn auf dem Klo. Immer das Beste. Was macht denn so große Augen, Kollegen? Na, danke. Ja.
Stein. Eine Toilette. War da gerade Kackgeräusche? Alter! Alter, kann man mit dem reden? Ich geh mir erstmal die Federn holen. Und wo ist? Ach, noch ein Gegner? Bestes Klo der Welt. Es ist wie bei Scrubs die Freilufttoilette. Oder so? Ja, wie bei Scrubs die Freilufttoilette. Die, wo der Hausmeister sich so ein Klo aufs Dach gestellt hat. Gibt's hier was? Nein. Gut, dann gehen wir mal mit dem netten Herrn im Häuschen reden. Ah, war die falsche Attacke, Entschuldigung. So. Ist da draußen jemand? Hallo? Wo liegt denn das Problem? Dem Himmel sei Dank. Hier drin herrscht echter Chaos. Der Abfluss ist im Eimer. Ich stehe am Rand eines ernsthaften Problems. Herr Je, können wir helfen? Wenn ihr Toilette nutzen möchtet, müsst ihr nach unten gehen und den Abfluss reparieren. Aber seid schnell, in dieser Kabine geht das Klopapier aus und ich habe nur noch dieses goldene Stück Papier hier. Kannst du das bitte anschließend waschen? Wir sammeln die Dinger. Oh Gott. Alter. Lena, wir machen es so schnell wie wir können. Guter Mann, Alter, du hast. Danke. Vielmals, Leute. Ich mach die Tür hinein für euch auf. Ihr habt die Fernbedienung. Oh Gott. Oh, ich dachte, er wird seine Tür aufmachen. Oh. Ich hatte jetzt Angst, er macht jetzt seine Tür auf. Und das wollen wir nicht. Ich weiß auch noch nicht, wie gibt er uns dann das scheiß Hauspapier? Er hat's ja bei sich drin. Aber wie kriegen wir das? Ich glaube, ich will es nicht wissen. Aber wir werden es rausfinden. Rohre im Weltraum. Oh, da gibt es Laser. Da geht bestimmt eine Tür zu, oder? Ja. Dann drücken wir mal einen Knopf. Okay. Ja, oh, echt jetzt? Hä, wie komme ich denn? Ach Gottchen. Runterschmeißen? Nein, aber der mich. Ja, leg dich wieder hin. Ach komm, fall doch runter. Ich fall runter. Du hältst eine Million Schläge aus. Fall doch bitte runter. Ah, verdammt. Sehr schön. Ach, guck mal, hier können wir das Rohr verbinden schon mal.
Das ist alles Kacke, ne? Das ist alles Scheiße. Okay, was passiert, wenn wir hier drücken? Ah, okay. Dann können wir jetzt das Rohr zumachen. Na, ach du Trottel, nicht anziehen. Vielleicht was. Uns fehlt ja noch. Ja, uns fehlt ja noch der eine, gegen den wir kämpfen müssen, ne? Der fehlt halt noch. Und jetzt. Ja, wir können ja nicht einfach laufen. Wir sind gleich down. Mit Knopf. So, jetzt geht das Tor einfach nur runter. Und hier hoch. Nein! Oh, das war kein Boden. Oh Mann. Wir sind gerade in AA gestorben. Ne? Wollte ich nur mal so festhalten. So wollte ich. Zack. So, zack, zack. Und jetzt uns geht nicht mehr in die AA springen. Oh, aber wir müssen wieder in die AA. Ja, komm, schnell. Schnell. So viel Energie haben wir nicht. Dumm. Soll man da sagen, wir können kein Klempner sein? Ihr seht, sogar eine Eidechse und eine Fledermaus können das hier. Oh, eigentlich müsste ich hier nochmal rein. Ich habe nämlich die Feder nicht aufgesammelt, ne? So, wenn ich jetzt da reingehe, wo komme ich denn da raus? Wenn ich den ganzen Weg überhaupt schaffe. Mein volles Leben Hammer. Zwischendurch gibt es Stellen, wo man stehen bleiben kann. Achso, ne, da war ein Gitter zwischendurch, ne? Oder da müssen wir nicht in die Kacke fallen. Das müssen wir kontrollieren. Nein! Sehr schön. Alles voll. Ah, hier kommt man eh nicht weiter. Okay. Dann fehlt uns ja bloß noch der eine. Das heißt, wir warten kurz, bis es aufgeladen ist und dann geht's wieder ab zurück. Alles klar. So, ist auch gelaufen hier. Ja, dürfen wir alle alles haben. Also schnell raus aus der Kacke hier. So, ja, danke. So, jetzt spielen wir mal richtig Gouache hier. In der Hoffnung, dass ihm das Wasser nicht zu tun. Vor allem kommt die Kacke, die kommt doch bei uns raus, oder? Weil wir da oben jetzt Wasser laufen lassen. Und die ganze Kacke doch zu uns, oder? Das ist doch eklig. Ja, es spült. Ich bin gerettet. Oh, ich geht. Wir dürfen diesen Page hier eigentlich nicht einsammeln, ja.
Den Entwickler darf man diesen Gefallen darf man den perversen Entwicklern eigentlich nicht geben. Ein Stück Scheiße aus Papier. Wie läuft's da drin? Viel besser, danke. Ihr habt euch eure Belohnung nicht verdient. Jetzt ist gerade etwas nachgerutscht. Ich werde hier drin also noch ein wenig brauchen. Danke, ich hoffe, das geht gut aus da drin. Alter. Ja, komm, haut ab. Ey, oh, wir sind bereit, das Einbuch zu holen. Lass uns in Kapital B's Büro gehen und es uns holen. Boah, hast du das eigentlich Bock, das gleich zu holen, ne? Aber wir haben ja noch ein bisschen was in der Welt. Das gucken wir uns auf jeden Fall noch an. Das dauert auch nicht mehr so lange. Das hier haben wir schon gemacht. Jetzt gehen wir nochmal da rein und dann haben wir hier unten. Da war bloß das Piratenschiff. Ich weiß nicht, ob Planeta schon der Endgegner war oder ob hier noch was kommt. Ah, Kartos müssen wir da machen. Und Kartos müssen wir da machen. Dextro haben wir ja schon. Aber Kartos fehlt noch. Oh Mann. Planetenradstation. Okay. Okay. Nein. Warte, wir können einfach fliegen. Flieg doch. Meine Güte. Wo ist der nächste? Hä? Wo war denn der nächste? Was wollt denn ihr alle hier? Oh, eine Feder. Das ist bestimmt auch so eine Feder, Tom. Jawohl. Aber da hinten auch. Die müssen wir uns natürlich kleiner holen. Da können wir unten gleich mal für Ruhe sorgen. Nämlich ganz schön laut, wenn die alle rumrennen. Das ist noch eine Feder. Dankeschön. Da kommst du blöd, hä? Komm ab. Gib mir lieber die Federn. No. Hä? Achso, das war vielleicht, um die zu besiegen, weil ansonsten wüsste ich gar nicht, was wir damit wollen, ehrlich gesagt. So. Da drüben geht's weiter. Was? Ach, die blauen Züge. Ach so. Ich verstehe. Muss uns doch mal einer sagen. Na gut. Wundere mich aber, dass es hier keinen Charakter dazu gab, der uns das erklärt. Ah, hier geht's weiter. Ah, so. Zack, 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 zack. Jawoll. Dankeschön. So. Das war's ja schon. Haben wir das auch erledigt?